Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe der Schwarzlöwentruhen Öffnungsvideos hier auf guildnews.de. Mein Name ist Sputti und ich mache für euch wieder Schwarzlöwentruhen auf. Dabei gab es diese Woche einige größere Änderungen. Also ArenaNet hat die neue Kiste eingeführt, namentlich kampferfahrene Truhe, die wir uns hier auch nochmal anschauen werden. Und da sind einige kleine Änderungen mit dabei. Erste Neuerung, wie immer, ist das kampferfahrene Kit, also der neue saisonale Gegenstand, der Belohnungsfahrtfortschritt im PvP und WvW Nahrung und wertvolle Gegenstände enthält. Garantiert also Eintrag der Nebelbelohnung und 2 oder 4 Dosen mit Nahrung. Das heißt, da ist dann Bufffood mit dabei und ein Andenken in Form von Gold. 50 Silber, 75 Silber, 1,5 und 5 Gold. Wie genau jetzt der Fortschritt aussieht, wie häufig man diese Gegenstände hier bekommt. Ich vermute mal, man bekommt immer einen Trank, 2 oder 4 Dosen mit Nahrung und immer ein Andenken. Wenn ja, wären diese Truhen auch schon wieder besser als die Miniaturtruhen, weil hier garantiert 50 Silber bis 5 Gold drin sind, plus Fortschritt im Belohnungspfad. Und das Bufffood, ist das tatsächlich das neue Bufffood? Ich muss persönlich gestehen, ich habe mir zwar die Patchnotes durchgelesen, aber nicht alles ist hängen geblieben. Dose mit sautierten Auberginen, 80% Chance Macht zu erhalten, 80% Chance beim Ausweichen Macht zu erhalten. Bei Sieg über Gegner, bei Ausweichen, minus 8% erlittener Schaden, plus 80% Heilkraft. Eine sehr, sehr wirres Kit, oder? Also vielleicht im WVW gar nicht das Verkehrteste, das Bufffood. Im PvP natürlich absolut nutzlos. Nicht handelbar, weil accountgebunden bei Erhalt. Ich weiß nicht, sind die hier zufällig in dem WVW permanent Mobilversorger mit dabei? Ich bin mir da gar nicht hundertprozentig sicher, ob die hier zum Beispiel dabei sind. Wenn ja, wären das ja nur ein paar Ehrenabzeichen, die man sich spart. Was ein bisschen merkwürdig wäre. Ich glaube auch immer noch, dass viele hier besser sind als die Nahrungsmittel, die man da gerade bekommen hat. Ah ja, hier, Dosen mit sortiert. Okay, das sind also im Prinzip 5 Ehrenabzeichen. Ja, wow, ArenaNet, wow. Okay, das Bufffood hätten sie sich schenken können. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Gut, was haben sie noch geändert? Sie haben geändert, dass man einen neuen Thron bekommt, nämlich den Wüstenkönig-Thron. Müssen wir herausfinden, wo der liegt. Da unten ist er. Bei ungewöhnlich, den können wir uns logischerweise auch einmal hier anschauen, bei Extras und dann bei den Stühlen, der Wüstenkönig-Thron. Der sieht tatsächlich sehr, sehr sexy aus. Ich sehe ihn gerade zum ersten Mal. Besser als der Nachtwachenhocker, besser als der luxuriöse Goldhaufen. Nicht so cool wie der Stuhl des letzten Richters, aber finde ich sehr, sehr nah dran, oder? Der Wüstenkönig-Thron. Extrem sexy und nur über diese Truhe erhältlich aktuell. Gesandtensensen und wieder Magierucksack bleiben. Wüstenkönig-Waffensammlung und Phönix-Waffensammlung sind die, die ihr gerade in den Truhen bekommt als Gegenstände. Und jetzt, ihr Lieben, wird's mega interessant. Garantierte Garderobenfreischaltungen enthalten ab jetzt auch exotische Gegenstände. Und zwar mehr als 600, darunter Waffen- und Rüstungsskins, Farben, Gleitschirme, Kleidungssets, Todesstöße und Miniaturen. Gut, Miniaturen gibt es. Gleitschirme wurden nur die hinzugefügt, die bisher noch gefehlt haben. Ich würde tatsächlich gerne wissen, ob sie bei den Waffenfreischaltungen... Oh, da seht ihr übrigens mal, was hier noch drin sein könnte bei mir, oder? Oder ist hier alles drin? Das sind, glaube ich, nur die, die auch tatsächlich für mich drin sind, ne? Ich muss mal gucken, dass ich den harten Holzlangbogen... Und die harte Holzfackel demnächst freischalte. Nicht, dass das hier wieder peinlich wird. Oder? Nee, da sind doch alle drin. Kann nicht sein, dass ich die alle noch nicht freigeschaltet habe. Die Dunkelstahlwaffen. Oder? Das wäre ja mega, mega peinlich. Ich habe da noch nie so reingeguckt. Ich wusste bis gerade auch gar nicht, dass das möglich ist, da so reinzugucken. Bei den exotischen Waffen ist meiner Meinung nach ziemlich schwierig. Die Tatsache, dass man mitunter die Precursor bekommen könnte. Ich weiß nicht, ob sie die Precursor tatsächlich reingepackt haben. Ich habe jetzt hier keine exotische Waffe gesehen auf den ersten Blick. Okay, ist ja definitiv... Wobei, Algenfarbe müsste ich eigentlich freigeschaltet haben, oder? Ich habe da noch nie drauf geachtet. Algen.
Ne, die besitze ich tatsächlich nicht. Ist das das, was mir noch fehlt, ja? Könnte ich also auch nach dieser Liste hier gehen? Die wirkt aber unvollständig, weil ich hier keine exotische Waffe sehe. Also ihr merkt, ne, ich lerne das Tool hier gerade mal neu kennen. Kann ich die hier harter Holzfokus, kann ich die hier kaufen? Nee, ne? Das sind die, die du... Doch, tatsächlich. Harter Holzstab. Okay, ich werde demnächst mal damit anfangen, mir hier Waffen zu kaufen, die mir wirklich noch fehlen. Anscheinend sind es vor allem die harten Holzgegenstände. Das ist ziemlich peinlich, würde ich sagen. Oder vor allem auch noch der Langbogen. Ich habe jetzt nicht den günstigsten gekauft, das habe ich gerade selber gesehen. Aber einfach nur, um sicher zu gehen, dass ich die jetzt gleich nicht aus Versehen freischalte. Das ist ja hart, im wahrsten Sinne des Wortes an dieser Stelle. Ja, da werde ich mich demnächst mal drum kümmern. Hat jetzt schon eine Fackel gekauft? Egal, never mind. Da werde ich mich demnächst mal drum kümmern, dass die ordentlich freigeschaltet werden, damit das nicht so peinlich wird. Ich weiß, eigentlich liebt ihr, dass das so peinlich wird, aber an dieser Stelle wäre mir das dann doch lieb, wenn es nicht so ist. Schalte die Skins frei, ne? Ja, okay. So, das nur so als kurzer Exkurs. Ich habe bisher keine 600 exotischen Waffen hier drin gefunden. Wahrscheinlich ist die Liste nicht unbedingt aktualisiert. Ja, da werden wir auf jeden Fall einen Blick drauf haben, weil exotische Waffenskins freizuschalten, stelle ich mir irgendwie merkwürdig vor, wenn du dann den Precursor freischaltest, aber nicht benutzen kannst, weil du ja den Precursor offiziell nicht hast. Das finde ich irgendwie ein bisschen strange. Und es gibt ja auch ein paar seltene Waffen, wie zum Beispiel Äther oder sowas für die Sammlung, die ja auch schweineteuer sind. Also das haut das Ding wieder ordentlich nach oben im Preis, ne? Hieß das Ding nicht Äther? Ah, ich weiß die ganzen Waffen. Eidolon, den habe ich zumindest richtig. Der ist halt 480 Gold wert, ne? Gut, auf der anderen Seite waren auch andere freischaltbare Skins mit dabei, die wir so bekommen haben. Ja, es gibt noch ein paar neue Sachen für Schwarzlöwenfigürchen. Die schauen wir uns gleich an, wenn wir die Schwarzlöwenfigürchen haben. Ich sortiere einmal ein ganz kleines bisschen das Inventar, damit wir gleich nicht durcheinander kommen, was neu ist und was nicht neu ist. Und dann würde ich sagen, haben wir 2 Minuten schon verplempert? Ne, 7 Minuten schon verplempert und konzentrieren uns jetzt auf die Öffnung. Das wird eine lange Ausgabe. So, Runde Nummer 1. Direkt ein extra Gegenstand, nämlich eine Wüstenkönigpistole. Dazu eine garantierte Garderobenfreischaltung und ein elonisches Landschaftsfarbkit. Die wurden übrigens auch überarbeitet bei den Schwarzlöwenfigürchen. 5 Transmutationsladungen und ein Schnipsel. Okay. Eine große Handwerkstasche und eine Wiederbelebungskugel. Yay. Die gute Nachricht ist, bisher noch kein Frisierkit. Denkt immer dran, Teleport to Friend bewegt sich da oben hin. Ein Versorgungsstarter. Dann haben wir hier einen Aufwertungsextraktor und wieder ein Schnipsel eines Schwarzlöwentickets. Das zweite, jawohl, müssen wir uns ein bisschen im Blick behalten. Und der Wüstenkönig-Thron. Okay, heute läuft's. Ja, normalerweise, der dritte Gegenstand. Wüstenkönig-Kriegshorn. Easy, ja. Läuft gut, würde ich sagen. Auch wenn wir jetzt ein Schwarzlöwen-Schlossknacker-Kit haben, das jetzt nicht so wirklich geil ist. Das Schwarzlöwen-Ticket für Miniaturen, okay. Farbkit mit dazu. Ja, jetzt kriegen wir das 1 Gold. Aber ich glaube, es ist alles egal, was jetzt hier noch in der Öffnung passiert. Phönixschild. Es ist nicht mehr egal, was noch in der Öffnung passiert. Das ist die vielleicht beste Öffnung, die wir jemals gehabt haben. Und es sind vor allem sehr, sehr viele unterschiedliche Gegenstände. Jetzt nochmal ein erweckten Farbkit zusammen mit einem Schnipsel. Der Phönixdolch. Okay, heute ist alles broken. Ich glaube, ArenaNet hat gemerkt, dass ihr so ein bisschen abgeneigt seid der Schwarzlöwentruhe gegenüber. Und hat beschlossen, in dieser Öffnung kriegt der Sputti mal doppelte Streamer-Luck. Und schaltet einfach alles frei, was du in dieser Ausgabe freischalten kannst. Erweckten Farbkit und Schwarzlöwenticket für Miniatur. Ein Wüstenkönigstab. Holy shit, das ist der 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bonusgegenstand, ne? Dafür, dass wir manchmal bei 25 Öffnungen nicht einen Bonusgegenstand haben, sind 6 natürlich extrem hart. Schwere Handwerkstasche und nochmal zusätzliche Schwarzlöwenfigürchen, noch ein Miniaturspielzeugei, okay, eine Wiederbelebungskugel, okay, alles gut.
die Handwerkstaschen und nochmal ein paar Schwarzhöfenfigürchen geschenkt. Nochmal Handwerkstaschen. Alles easy. Ich bin mit der Öffnung mehr als zufrieden. Ein Stoffwechselstarter und noch eine Wegmarke. So ein Teleporter Friend. Und zum Abschluss, da ist mein Frisierkit. Ne, ist gar nicht das erste. Ist das zweite Frisierkit heute. Ich habe es vorhin übersehen, wahrscheinlich mit dem Wüstenkönig Kriegshorn. Und ein Teleport to Friend. Ja, die erste Frage, die ihr euch stellt, ne, was sind diese ganzen Zusatzwaffen noch wert, die wir bekommen haben? Ja, jetzt nicht mehr gigantös viel, aber haben oder nicht haben, ne? Das heißt, Phoenix Schild hatte ich freigeschaltet. Jawohl, bieten wir an für... Ich nehme mal an, dass wir das für 60 Gold nicht mehr durchbekommen. 47 halte ich für realistisch, dass wir das Schild noch verkauft kriegen. Die Preise werden ja jetzt eher wieder nach unten gehen. Die anderen vier, würde ich sagen, schalten wir alle mal frei. In die Garderobe einlagern. Die brauche ich ja schließlich selber. Wir wollen unsere Waffen irgendwann mal in ferner Zukunft alle Waffen natürlich freigeschaltet haben. Schwarzhöfenfigürchen. Was haben sie hier verändert bei den Figürchen? Sie haben neue Farbkits reingehauen, das juwelenbesetzte Skarabäus-Farbpaket und das Mini-Erweckten-Reittier-Paket sind ebenfalls mit drin und unter anderem neue Kleidungssets, die sie mit reingebracht haben. Farbkits wurden hinzugefügt, keine Ahnung, was da genau verändert wurde, ich habe die nicht immer so im Blick. Besondere Gegenstände, da ist das juwelenbesetzte Skarabäus-Paket und das Mini-Erweckten-Reittier-Paket. Lissas Ornat, Drainers Ornat, Balthasars Ornat und Grenzornat sind mit drin. Auch schon wieder ziemlich viele Schwarzhöfenfigürchen. Eigentlich haben wir gerade so ein Luck Day, ne? Wir machen heute mal was. Das wird hier halt mit Überlänge. Wir kaufen uns einmal schnell 8 zusätzliche garantierte Garderobenfreischaltungen. Nein, erstmal benutzen wir die 2 und dann kaufen wir uns die 8. Runde 1, garantierte Garderobenfreischaltung, ist der Quaggan-Plüschrucksack. Und Runde 2, die erhebende Axt. Schauen wir kurz nach, was die erhebende Axt wert ist. Der Quaggan-Plüschrucksack müsste, glaube ich, 250 Edelsteine wert sein. Erhebende Axt. Oh. 47 Gold. Das ist in Ordnung. Dann machen wir weiter mit den kampferfahrenen Kits. Da ist es tatsächlich so: einmal der 5-Gold-Gegenstand, 2 Nahrungen, 1 Trank der Nebel. Also immer, hier sieht man das sehr schön, eine Trophäe, Nahrung 2 bis 4, also können es auch 3 sein und so ein Trank. Sehe ich das richtig? Da sind es 3, da sind es 2, da sind es wieder 2, da sind es 4. Okay, und so läuft das dann weiter. Ich hätte jetzt auch rechts wahrscheinlich alle öffnen machen können. Das sind 10 Gold, 18,25, 28,75 und wo ist der letzte Gegenstand? 28,75. Ich müsste irgendwo noch ein Ding sein. 28,75. Hier sind die da. 28,75, 30, 31,25, ne? Wenn ich mich jetzt nicht im Kopf verrechnet habe, Gold, die wir da rausgeholt haben. Das ist auf jeden Fall mehr als ein Gold im Schnitt. Also ein sehr, sehr guter Schnitt. Wir machen dann mal schnell hier die kleinen Taschen auf. Wie gesagt, die WVW-Nahrung, die müssen wir uns jetzt nicht intensiver anschauen. Ich würde sagen, wir machen im nächsten Schritt die Farbkits auf. Und zwar alle, die wir hier haben. 1, 2, 3, 4. Dann nochmal 1, 2 und 1, 2, 3. Wir haben Geißelfarbe, dunkle Fliederfarbe, Ruinenfarbe. 3 gelbe Farben, von denen mir 2 fehlen. Das heißt, die sind auch ein bisschen was wert. Ah, okay. 8 Gold, 11 Gold. Farben sind ordentlich gesunken und 8 Gold. Ne, 8 Silber. 8 Silber für eine gelbe Farbe. Never mind. Da dachte man, man hätte tatsächlich mal was rausgezogen. Aber Farben sind halt auch nicht mehr das, was sie mal waren. Was wir jetzt gerade nicht gemacht haben, ist nachgeguckt, wie weit der PvP-Fortschritt vorangetrieben wird. Das können wir jetzt hier einmal machen. Macht der PvP und WVW. Das heißt, wir stellen uns jetzt hier, genau, beides einmal auf und benutzen dann, das ist gar nicht so wenig, ne? Das ist wirklich nicht so wenig. Du.
Das heißt, mit 25 machen wir, ja, nicht, was war das, ungefähr, ja, knapp 3 Balken voll, wenn ich das richtig gesehen habe. 3 von 8, die man bräuchte, um die Gabe der Schlacht zu bekommen. Vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, also wirklich guter Zeitpunkt, um Truhen zu öffnen. Alleine wegen dem saisonalen Gegenstand, der mit dabei ist. Ich stelle gerade fest, das sieht ziemlich abenteuerlich aus, wenn ich das alles aufhabe. Jetzt können wir nochmal die ganzen Belohnungen einsacken, die wir hier hatten. Das sind ziemlich viele Belohnungstruhen. Weil PvP und WVW gleichzeitig gepusht wird. Das ist auch eine ganz große Seltenheit. Wir haben irgendwo hier noch einen recht, die Chark-Truhe im Mordomoth-Lager, ne? Wir nehmen uns logischerweise eine Chark-Potentatenkiste, denn wir wollen irgendwann auch mal die Chark-Waffen voll machen. Und zwar immer zuerst die Zweihänder, habe ich mir gesagt, ne? Also das Großschwert habe ich, den Hammer habe ich. Die Pistole nehmen wir noch nicht, das Gewehr. Den Stab habe ich auch schon. Schwert, Fackel, Kriegshorn. Oh, ich habe gar nicht mehr so viele Zweihandwaffen. Oh, sind schon fast alle Chuck-Skins durch. Krass. Habe ich gar nicht so mitbekommen. Jetzt können wir das ganze Inventar nochmal vollmüllen, indem wir diese ganzen Truhen öffnen. Eigentlich will ich euch mit diesen ganzen Truhen... Ich meine, das ist jetzt auch nochmal eine Truhenöffnung, ne? Falls hier irgendwo was Seltenes dabei ist, ich jetzt zufällig nochmal eine aufgestiegene Waffe oder sowas rausziehe, dann wird das wahrscheinlich auch noch dazugehören. Es sieht aber fairerweise nicht danach aus. Wir haben sehr, sehr viele Zeugnisse für Heldentaten, die bitte in die Truhe gehen. Sehr, sehr schön. So, was jetzt noch übrig bleibt, sind die 4 Miniatur-Spielzeugeier. Die sind nie was wert. Spoiler vorneweg. Das Schlossknacker-Kit dürftet ihr auch kennen. Da ziehe ich inzwischen immer Fiolen-Charksäuren von raus. Und zu guter Letzt haben wir dann den Thron, den ihr euch sicherlich anschauen möchtet. Wie wir darauf sitzen. Ich kenne euch doch bei solchen Sachen. Der Wüstenkönig-Thron. Jetzt müsstet ihr mir nur sagen, wo ich den hier ausgewählt habe. Da. Ho, bist du groß. Und du passt unglaublich gut an diese Stelle hier, ne? Ein bisschen gekippt. Also das ist der Panoramasitz jetzt mit Blick nach unten, würde ich sagen, ne? Wenn ihr Sputti euch so anschaut. Der hat so den Blick nach unten. Ich spreche zu meinen Untertanen, würde ich sagen. Hallo, Untertanen. Ihr armen Kodan, die ihr mich hier anschauen müsst. Aber das sieht schon fett aus, ne? Der Thron. Ja. Ich hoffe, er gefällt euch. Mir gefällt er auf jeden Fall. So, dann haben wir zum Abschluss die 8 garantierten Garderobenfreischaltungen, die wir uns noch gekauft haben. Miniatur Schwarzwürfen-Tickets, da sind wir beim letzten Mal durchgegangen. Da wurden ganz, ganz viele neue Sachen hinzugefügt, unter anderem aus dem Bereich Halloween-Skins, die ich noch nicht freigeschaltet hatte, beziehungsweise Miniaturen. Das war sehr schön. Ich glaube, hier dürfte ich wieder alles freigeschaltet haben. Bei den High-Leg auch. Ne, da sind hinten noch die beiden teuren Itzel. Und ansonsten werde ich die Tickets wahrscheinlich wieder nicht los, ne? Ja, okay. Aber zumindest eine Miniatur konnten wir uns noch einverleiben für heute. So, 8 garantierte Garderobenfreischaltungen mit Handicaps. Nummer 1, die Hainhüterfackel. Die ich mir wahrscheinlich auch hätte schneller organisieren können, oder? Hainhüterfackel, einmal schnell gegoogelt. Für 63.000 Karma. Okay, 63.000 Karma gespart. Wölfische Handschuhe. Das klingt nach einem Edelsteinshop-Gegenstand. Wölfische Handschuhe. Wölfische Handschuhe gehören zum Rüstungsset der wölfischen Rüstung. Nein, 12 Gold. Okay. Wolfsrude Weste. Wird wahrscheinlich dieselbe Stelle sein. Phönix Kriegshorn. Okay, Phönixwaffen haben wir vorhin geguckt. Drachenkarma. Drachenkarma. Oh, da muss ich GW2 zuschreiben. Da gibt es mehr von. Doppelklick, um das auf einem anderen Dolch anzuwenden. 600 Edelsteine. Magus-Beinkleid. Oh, das klingt auch so, als hätte ich mir das... Beinkleid, das hätte ich mir wahrscheinlich auch so freischalten können. 25 Gold. Packt Langdolch und Doliak-Panzer. Oh, das war ein Schlag in die Fresse, würde ich sagen, oder? Doliak-Panzer... ist ein schweres Rüstungsteil für 80 Silber. Aus dem WVW. Für 80 Silber. Gut. Ich habe es aber auch verdient. Ich habe mein Glück ausgereizt heute, ne?
Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Trotzdem eine geniale Truhenöffnung. Danke, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, denkt ans Liken, denkt ans Abonnieren. Schaut euch gerne auch andere Ausgaben der Truhenöffnung an. Und wir hören und sehen uns wieder zum nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Noch einmal kurz auf den Thron. Bäm.